Okay, ihr könnt. Also du kannst. Ist gut. Ist gut. Okay. Have fun. Es geht. Oh, shit. Hallo zusammen, guten Morgen. Es ist jetzt 7:15 und ich packe gerade meinen Rucksack. Gröbere Tour heute. Und zwar werde ich heute Abend auf knapp 3000 Meter schlafen mit einer verrückten Truppe an Basejumpern und Slacklinern, die da halt so eine ganz wilde Highline gespannt haben bei Kandersteg. Kandersteg ist ein bekannter Tourismusort. Ja, und weil ich doch immer danach gefragt werde, dachte ich mir, zeige ich mal ganz kurz, was ich hier so dabei habe. Das ist mein Rucksack, das ist der Deuter. Ich habe ein Review dazu gemacht bei mir im Outdoor-Blog, der ACT Lite 50 plus 10. Dann. Das ist mein Zelt und zwar ist das wirklich komplett Zelt, Stangen, Hering, alles da drin. Das ist, hat eigentlich einen kleineren Packsack, also es könnte noch kleiner sein als das hier, Frage des Komforts. Das ist meine Daunenjacke, eine Unterlegematte, dieses Metallding, nicht Metall, Alufolie quasi, einfach um das Zelt zu schonen. Das ist die Isomatte und das ist eigentlich, so ist meine Hand, das ist eigentlich das Zelt. Eigentlich passt das hier mit viel Gewalt komplett da rein, also kaum größer als so eine Literflasche, würde ich sagen. Schlafsack, mein Stativ, das ist das Gizzo Mountaineer, da steht's, und dann halt Pullover und so weiter, meine Stöcke. Ich nehme mit die Sony A6300 mit dem 12mm Samyang und die A7II mit dem 55mm. Meine Cosi-Spieltasse, Essen und Trinken. Es wird relativ anstrengend, deswegen brauche ich eine extra Portion Koffein, auch um morgen heil wieder runterzukommen. Weil es eben nicht nur streng ist, sondern auch relativ anspruchsvoll, T5. Also da muss man dann auch mal die Hände zur Hand nehmen. Es ist kein richtiges Klettern, aber so schon nicht ganz ohne mit dem großen Rucksack. Wenn ich das alles einpacke, wird das diesmal keine 17 Kilo wiegen, sondern ich hoffe so, dass ich auf 12 Kilo bleibe. Mit dem Problem halt einfach 4 Liter Wasser. Aber die sind beim Abstieg morgen dann ja weg. Also, ich werfe das jetzt in den Rucksack und gehe auf den Zug. Bis später. Hallo zusammen, jetzt sind wir oben. Es hat sich doch noch gezogen, 1600 Höhenmeter. Und dann halt mit Zelt und allem im Rucksack, das ist halt ja, relativ streng. Anyway, jetzt sind wir hier und wir sind quasi im Paradies. Hier sieht man den Öschenensee, weltbekannt quasi. Also eins der Highlights von der Schweiz, der Öschenensee. Da unten ist Kandersteg. Also wenn du mal in die Schweiz kommst und dich für Berge, also die Berge magst, also Öschenensee, muss man gesehen haben. Das ist super, super schön. Da in die Richtung, ich drehe mich mal ein bisschen, haben wir die Slackline gespannt und die 60 Meter lang. Und da geht es halt jetzt 1000 Meter runter und dann geht es dahinter noch weiter runter bis zum See und so. Also das Panorama ist toll, aber wenn man auf dieser Slackline, also ich kann das ja nicht, aber wenn man auf dieser Slackline drauf steht, dann hat man einfach 1000 Meter unter sich. Das ist natürlich schon eine rechte Psycho-Herausforderung. So, ich drehe mich noch mal ganz kurz, weil es hier einfach so schön ist. Das muss ich euch zeigen. So, mal langsam mitdrehen, genau. Also eben da unten sieht man wahrscheinlich jetzt schlecht das Kandersteg. Kandersteg ist so irgendwie immer schattig. Da ist also, scheint fast nie die Sonne. Und da hinten ist die zweite Slackline. Da ist im Moment noch, wird noch ein bisschen geübt. Da steht gerade einer drauf. Und dann hier wieder Gletscher und tollste Berge. Wir sind hier auf knapp 3000 Meter. Wir bauen gleich das Zelt auf. Und es wird kalt heute Nacht natürlich, aber es hat nicht so richtig Wolken. Also ich hoffe, dass ich heute noch einen Haufen Sternschnuppen erwischen kann. Ich habe alles dabei und ob es was wird, erzähle ich euch dann morgen. Tschüss. So, wir haben also einen fantastischen Sonnenuntergang, also wirklich traumhaft. Die Richtung ist halt gerade kein so richtig markanter Berg, aber per se sehr schön. Da hinten ist Thun, da sind wir heute Morgen gestartet oder heute Mittag gestartet. Und ich drehe mich hier nochmal so ein bisschen, man sieht es wahrscheinlich nicht mehr richtig. Da unten ist halt nochmal der Öschenensee bei Kandersteg. Und wir bauen jetzt also gerade das Lager auf. Das Problem ist ein bisschen, es ist ein riesiger Schutthaufen. Also keine Chance hier irgendwie Heringe in den Boden zu kriegen. Da bin ich jetzt also gerade mal sehr froh, dass ich das Mountain Hardware Direct 2 heißt das Zelt habe. Das ist total freistehend, also wenn man die Stange da mal reingewürgt hat, das ist ziemlich mühsam, dann steht das auch wieder eins auch ohne Heringe. Ja, also wir machen jetzt Armbrot und gehen ins Bett und ich hoffe, dass ich nachher noch cool was mit Sternen mache. So, jetzt sitzen wir noch gemütlich am Lagerfeuer hier. Draußen ist es dunkel inzwischen. Ist auch recht frisch, wenn man vom Feuer weggeht. Aber ja, was soll ich sagen? Der Bernd hat die Bürste rausgeholt. Jetzt lassen wir es uns gut gehen. Ich sage tschüss. Bis morgen. Gute Nacht.
So, der Bernhard steht da gerade auf der Slackline. Sieht man das ein bisschen, das ist wirklich 1000 Meter über dem Abgrund. Ich habe dabei die Sony A7 mit dem 55mm und da vorne kurz gefilmt mit der A6300 mit dem 12mm Samyang. Und das Problem ist jetzt ein bisschen, man sieht das wahrscheinlich, ich habe Gegenlichtsituation. Die Sonne geht da hinten gerade so ein bisschen auf, der Himmel ist sehr viel heller als der Bernhard. Das heißt, ich mache hier HDRs, ich fotografiere Belichtungsreihen und suche mir dann zu Hause raus, was passt und zur Not bastel ich auch einen HDR. Weil der Himmel ist hier, glaube ich, relativ einfach reinzubauen. Dazu muss ich jetzt zu Bernhards Entschuldigung sagen, er hat noch keinen Kaffee gehabt, ich habe ihn ein bisschen aus dem Bett geholt. Ich kenne da ja nichts. Also er ist noch am Wachwerden. Ja, ich glaube, er fließt gerade genug Adrenalin, dass er inzwischen wach ist. Ich brauche hingegen einen Energy-Drink. So, ich zeige nochmal unser Lager, weil es einfach so unglaublich toll ist. Eben die Hälfte hat draußen gepennt und zwei Zelte haben wir aufgestellt. Es war eine super angenehme Nacht. Ich drehe mich nochmal vorsichtig auf die andere Seite. Weil, ist das ein Anblick oder was? Also, es ist unglaublich schön hier oben. So, jetzt bin ich wieder bei mir zu Hause und Zeit für einen Kaffee und eine Dusche. Ja, also was jetzt noch passiert ist, ich lade die Bilder jetzt nebenbei schon in mein MacBook. Ich werde die einmal ganz grob rüber gucken, so irgendwie ein paar löschen halt. Und dann, also ich habe jetzt rund 400 Bilder und ich werde vielleicht so 30 in der Dropbox packen und die gebe ich dann allen Teilnehmern, die da irgendwie dabei waren, zur freien Verwendung. Die können dann machen, was sie wollen. Die kriegen die auch in hoher Auflösung. Ich schreibe halt unten kurz rein, wer ich bin, damit man das irgendwie wieder erkennt. Aber per se, ich mache kein Geld mit den Bildern, sondern das ist ja wirklich for fun. Und dementsprechend könnt ihr die auch haben. Groß bearbeiten werde ich das nicht. Einfach rüber gucken im Lightroom, vielleicht noch hier und da irgendwie Höhen hoch und runter, Clarity hoch und runter, aber also minimal. Und 2, 3, 4 Bilder nehme ich dann für mich, für mein Portfolio. Und die kommen dann auf Facebook, Instagram etc. Und damit ist das Projekt Slackline schon wieder erledigt. Also ich hoffe, das war ein bisschen interessant, sowas auch mal zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.